Willkommen zurück zu Ape Escape 3, ihr Affenfans. Jetzt geht's weiter, nämlich mit dem Ghetto. Voll Gangster, ey, Affen so im Wasser. Jetzt wird's wirklich Gangster mit A am Ende, ne? Ist klar, Murat. Und ja, ich hasse diese Welt sehr, sie sehr wasserlastig ist und ich mich überhaupt gar nicht mehr auskenne, weil ich die nie mehr gespielt habe. Ich habe ja immer, wenn ich Ape Escape durch hatte, freies Spiel gemacht. Und dann nur die Welten, die ich gerne mag. Und diese gehört definitiv nicht dazu. Sie ist unübersichtlich und teilweise schwer. Und was das sollte, weiß ich auch nicht. Na gut, gehen wir baden. Jo, was gibt's hier im Wasser? Nicht nur Schwimmkünste unter Beweis stellen kann man hier, sondern auch hier am Rad drehen. Ich glaube, ich drehe am Rad. Angeln! Mit den Superköder. Das ist die Superangel aus Pokémon oder was? Und wir haben echt was an Land geholt. Und du bist gleich drin, Spanner. Ja, nicht nur Gangster, sondern auch Spanner noch. Und ich liebe die Musik. Das ist einzig geil. Mann, Styler. Du bist aber auch echt Gangster oder was hier? Mann, was ist denn los, Mensch? Geh doch rein, lass die einfangen, Matrose. Matrosenbro hier. Nett. Wenn man noch ein R da hinzufügen würde, wäre es ein Nerd. Ja. Erinnert mich auch so ein bisschen an Pokémon Colosseum. Da gab es sowas nicht auch. Da gab es genau sowas auch. Immer mit. Haben sie noch so geschnipst. Ich weiß nicht mehr in welcher Stadt. Ich glaube schon in. Nee. Oh, ich weiß echt nicht mehr. Pokémon Colosseum muss ich auch mal unbedingt wieder spielen. Na gut. Ja, mit diesem Rad können wir hier die Plattform hochholen und müssen uns beeilen, denn die versinken auch wieder. Durchaus sehr maschinell das Ganze, aber auch Gangster. Das ist eine Mischung aus Ghetto, Hafen und Gangster. Und alles bei Nacht. So, ich kann durchaus auch so die Geräte changen, das habe ich immer vergessen, ich weiß. Und wir ändern den Wasserpegel wie in Super Mario 64 in Atlantis Aquaria. Okay. Ja, den nehme ich gerne wieder rein. Also mein Standard-Equip, da sind so. Ich finde, das sind die besten Geräte. Die wichtigsten und gut. Damit bleibe ich auch. Ich sag ja Gangster. Der Gauner kommt. Mensch, lass mich doch in Ruhe, blöder Gauner, Mann. Komm rein, du. Ah, Ghetto-Styler hier. Ah, damn. Gumbo. Nicht Gumba, Gumbo. Limbo. Ne, ist ein anderes Spiel. Oh, alles Cabrios. Not. Alles Limousinen, Gangsterfahrzeuge. Ja, ich dachte, er ist Cabrio oder so. Aber es ist noch nicht mal die Motorhaube. Es sind irgendwelche Klauenkoffer. Oh Mann. Hat einer bei Deal or No Deal gewonnen. Halleluja. Oh, wo kommen wir denn hier hin? What the hell? Können wir gar nicht hoch. Hm. Ob das wohl so geplant war von Entwicklern? Na gut. Verschieben wir hier diesen Block. Ich weiß gar nicht, ich mache jetzt alles so frei Schnauze. Ich weiß gar nicht, wo ich bin. Warum will ich mich verwandeln? Wenn wir doch unsere RC-Car brauchen. Los. Steuer dich mal da drauf und dann geht's auch schon weiter. Ja, wenn's nichts. Was ist hier? Oh shit, die Garage. Parkhaus bei Nacht. Ja, hier sind die wahren Gangstars. Gangstars. Die Stars im Himmel. Im Sternenhimmel. Affinator. Geil. Oh, jetzt glaube ich das letzte Auto-Level und das ist sowas von schwer. Oh, Porsche. Ja, richtig gut Karren hier, ne? Und natürlich nicht zu vergessen, unser Superfahrzeug. Das Boxenstopp hier. Okay, sind nur zwei Affen. Oh ne, doch noch mehr. Ah, kommt her. What? Der nimmt erstmal so ganz gechillt eine Abkürzung. Boah, kommt's mir mal so. Ich bin hier der Obergangster. Ich kenne jede Schleichwege, ey. Bin der Oberpro bei Need for Speed. Nummer 1 auf Blacklist, so. Ne? Und ja, ich kenne da so jeden Weg schon. Die Bullen, so die Assis, die haben mich schon nie gekriegt. Also, was willst du denn da erst so? Und da ist schon wieder der Fail. Yay! Oh Mann, ich bin so gut im Autofahren.
Ich bin so gut im Autofahren. Tschüss. Na und da? Dürfen wir die Abkürzung auch nehmen? Yay, ist richtig cool, die Strecke. Ich kenne die gar nicht mehr. Ist blind für mich jetzt. Wirklich richtig blind. Ich kenne die gar nicht mehr. Gar nicht. Jetzt sind wir hier in die wilden Verfolgungsjagden. Ja, ich könnte natürlich jetzt auch so einen Straßensprenger mal einen auf Polizist machen. Aber ich weiß nicht. Ist das so die gute Wahl? Oh, viel zu viel Speed. Need for Speed. Aber wir können den einen Affen einholen. Das wäre nice. Oh shit. Wenn ich dann die Skills dazu hätte. Die nicht vorhandenen. So, jetzt hier langsam. Das ist die einzig fiese Stelle hier, muss man schon sagen. Und drüber da. Also, die hat viele Abkürzungen, Schleichwege, aber gefährlicher war, glaube ich, das in der Spielzeugwelt, gell? Weil, wissen Sie, wie ich zur Affenstraße komme? Das fand ich da schon gefährlicher. Da war eher schon so das Thema Hals- und Beinbruch, aber Satoru lebt ja zum Glück noch. Alter, was geht? Mann, das kotzt mich gerade richtig an. Was soll das? Aber wir packen das schon, wir packen das schon. Komm schon her. Spost. Wo bist du? Hallo. Hallo. Süßer. Ey, wo ist der? Oh, der fährt ja lahm, ey. Sonntagsfahrer. No, jetzt in die Kurve kriegen und dich ohnen und einfangen und foltern und aufspießen und... nee, so brutal sind wir dann doch noch nicht. Gibt's echt Leute, die Affen essen? Würde mich mal interessieren, aber na, irgendwie dann doch nicht. So was Perverses. Aber in Afrika vielleicht? Affen? Na, lass mal. Wer bist du denn? Pokiney. Und rein mit dir, Pokiney. Yay, Pokiney. Oh ne, jetzt mache ich echt eine Straßensperre. Aber so eine fette Straßensperre, die sich gewaschen hat. So richtig mit Style. So, wo campen wir denn mal eine Runde? Hier bietet sich an. So, lassen wir die doch mal kommen. Oh, hat nicht funktioniert, Mann. Der geht einfach ganz gechillt vorbei. Boah, ich bin hier der Oberpro im Gebiet. Oh, das wär's gewesen. Okay, holen wir uns ja auch noch. Fall Geisterfahrer FTW. Bits! Full Crash! Oh Mann. Meine Fahrkünste sind göttlich. Oh, das wäre fast der Fail gewesen. Und das Blöde ist ja, man failt, regenerieren die Autos sich immer von den Gegnern. Das ist ja eine Mist. Aber mir gefällt der Tunnel hier. Da kann man eigentlich ganz gut Zeit gewinnen. Soweit ich weiß. Oder ist es nicht so? Scheint doch nicht so zu sein. Fahren wir auch hier mal raus. Oh, so viel dazu. Der hat sich das ja wohl erledigt. Nee, doch, da kann man sehr viel Zeit gewinnen. Ihr seht schon, jetzt haben wir schon wieder den blauen. Tick-tick! Und gleich noch den letzten Owned. Da, oh, der fährt ja echt langsam, wenn man den einmal erwischt hat. Oh, der nimmt die Abkürzung. Dieser Bastard. Okay, holen wir uns erstmal in den gelben. Geisterfahrer! Power! Und take that. Tja, wenn sie so bei Formel 1 fahren würden, dann wäre es bald verboten. Bei so vielen Crashes. Mein ja, Niki Lauda hat sich auch schon das Ohr verbrannt, ne, durch Formel 1. So. Na gut. Jetzt aber ist nicht ums Leben gekommen, das wollte ich damit sagen. Nein, du Bastard, du. Oh, scheiße. Nee, ich mach das nicht im Sprung, fliege ich wieder runter. Ihr kennt das aus der Spielzeugwelt. So, mein Lieber, wo fährst du denn lang? Wo fahren wir denn heute hin? Hä? Mal Leute, nicht im Puff. So, ne. Och, ist das schwindelig. War wohl zu wild die Fahrt. Rein mit dir, Pippo Cat. Kette. Cat. Voll fett. Full Gangster. Ich werde euch alle einfangen, denn Satoru ist voll der Gangster mit A. Wissen macht A. Gab's auch mal so eine Show, lol.
bisschen Show für Kinder auf Kika, lol. Naja, was es nicht alles gibt und gegeben hat. Gangster mit A. Oh, da könnte ich echt ein Lied draus machen, lol. Das könnt ihr wirklich mal. Gangster mit A. Wieso ich da hochkomme? Tschüss. Okay. Propeller, denn davon wird Satoru heller. Kommst du denn da nicht drauf? What the fuck, das ist jetzt ein übelstes Rätsel. Wer braucht schon The Legend of Zelda oder Professor Layton, wenn man das hier hat? Halleluja, wie soll... Jetzt mal im Ernst, Leute. How can it be? What the hell? Nicht im Ernst jetzt, oder? Den kann ich die Affen nicht fangen. Muss ich ganz ehrlich sagen. What the fuck? Kitschimtaku, du bist ein Assi, bist du. Da muss es aber irgendwie hingehen. Okay, jetzt wird's crazy. Immer so richtig crazy. Okay, zurück zu den Anfängen. Wo führt die Straße hin? Alter Verwalter, das ist jetzt bitter. Mach keinen Scheiß, Satoru. Ich weiß, dass deine Fahrkünste nicht die besten sind, aber mach keinen Scheiß, okay? So, jetzt bin ich mal daran interessiert. Da vielleicht? Oh Gott, ist das mies. Richtig mies. Ah, okay. Ich war blöd, Leute. Ich war blöd. Meine Schuld. Alles in Butter. Genau wie du im Netz. Dum, dum, dum. Jetzt kommt's gleich wieder, meine Show-Einlage. Oh, sind wir hier bei Paper Mario 2 oder was? Wenn ich von Show-Einlagen spreche. Das ist doch so Gangster. Gangster. So richtig Gangster. Hier sind nur die übelsten Kriminellen. Wo kommen wir denn hier wieder raus? Ja, sagt's mir. Mann, wie soll ich das denn jetzt tun? Ach so, einfach für das Auto draufstellen. Das erklärt einiges. Los, geh doch da drauf, du dummes Assika. Gangster mit A. Ach komm, was soll das jetzt hier? Hey, hey, hallo. Okay, Affi. Oh, Affi, wie süß. Sorry, Gumbo, bin müde. Ja, Gumbo hat sich schon verabschiedet, mein Freund. Gumbo ist schon meiner Gewalt. Als Geisel. Passend zum Gangster-Thema. Oh, der Langweiler wieder. Komm, willst du ein bisschen spielen oder was? Gerne. Kennst du schon meine Kung-Fu-Künste? Bam, bam. Und tschüss, Mann. Scheiß Assi. Blöder Roboter. Boah, gibt ja viele Kekse. N1. Da sind wir auch wieder voll. Satoru ist ja so scheinbar voll, weil er zu viel gesoffen hat. Spaß. Ja. Wofür ist denn das hier? Oh, ein Schalter. Noch ein Schalter. Ein Schalter im Schalter. Hier immer gruseliger. Aktivieren wir mal den Schalter im Schalter und gucken, was passiert. Das Tor öffnet sich. Okay. Allerdings geht es da noch weiter. Okay, vorsichtig. Komm immer weiter hoch auf Schiff. Ja, nee, das ist nur für diesen hier. Und Trainer mit so je. Nicht so wichtig, aber immerhin. Haben wir sie. Das lobe ich mir doch. Geht's damit? Ah. Mensch. Das Tor ist aufgegangen, ist klar, Murat. Oh, 11 Affen noch und ich weiß überhaupt nicht, wo die sind. Halleluja. Also diese Map, die kenne ich gar nicht. Ich sag dir ja immer, ich kenne fast alle Maps. Außer diese. Ich kenne die nicht. Wo müssen wir hin? Da ist noch
irgendwas zum Schieben, aber da können wir nicht hin, weil wir keine Plattform da haben, wo wir dies rausschieben können. Es geht nur von der anderen Seite, dass man hier wieder rauskommt, denke ich mal. Und hier ist das Tor, was sich geöffnet hat. Okidoki! Rein da! Was gibt's hier Schönes? Na gut. Oh, so ein Langweiler wieder. Ach, was willst du denn alleine? Bei Flugwelt hatten wir wenigstens zwei davon, von der Sorte. Aber der kann mich ganz böse hier runterstoßen, der Assi. Die Schwierigkeit hierbei ist die geringe Kampffläche und ich werde mich nicht verwandeln. Das ist so skilllos. Das mache ich nicht. Bats, take it! Wie viel willst du denn noch, Mensch? Noch eins in your face, oder was? Ach, dann halt nicht. Geban, dann halt ein bisschen später. Ja, du hast doch gelitten. Du hast doch gelitten. Ja, endlich. Bats, da fliegt's in die Luft. Jeremia. Yeah. Wow. Keks noch mitnehmen, wäre schon nice. Haben wir auch getan. Hier brauchen wir einen Kung-Fu-Meister. Kung-Fu-Meister, zeigt mir deine geheimen Kung-Fu-Techniken und tschüss, Mann. So, jetzt. Oh, nur noch die stärksten Gegner. Die gehen mir aber auch langsam auf den Sack. Das muss ich mal ehrlich sagen hier. Na gut. Kein Problem für uns. Der ist da. Und beziehungsweise die. Können uns auch wieder rückverwandeln. Mit Satoru geht das genauso gut. Ja, sowas von genauso gut. Ist doch ganz toll hier. Ich weiß gar nicht, was ich gegen diese Welt hatte. Im Moment gefällt es mir noch. Ach. Ja. Im Moment. Oh, yay. Fail, fail, fail. Und. Yes, Mitch. Der hat uns zu spät gesehen. Mensch, kauft ihr erstmal ein paar Kontaktlinsen. Dann können wir weiterreden. So, oder eine Brille vom Vielmann geht natürlich auch. So, boah, das gibt aber Kohle. Yeah. Auch mal keinen Banküberfall like Gangsterart machen. Nee, nee. Einfach nur die Kisten zertrümmern. What the fuck? Der kam. Da war ich ein bisschen zu plötzlich, aber es hat trotzdem geklappt. Okay. Boah, der Matrix-Auge, ey. Bodyguard. So ein Auge hat hier auch Wesker aus Resident Evil 5. Ja, ja. Dass er immer sofort ausweichen konnte, ne? Und es lag eigentlich dann letztendlich an seine Dosis, an dieses Mittel, was war denn das nochmal? Irgend so ein. Hat er sich da mal was eingespritzt, dass er so schnell reagieren konnte und so. Na gut. Können wir den wegschieben? Tschüss, Mann! Zack! Wo kommen wir denn jetzt raus? Okay. Sind wir hier wieder bei. Ach, das ist der Anfang, gell? Ist das der Anfang? Jo. Okay, da gab es aber nicht sehr viel zu holen. Macht aber nix. Das erledigen wir ganz fix. Kein Bock auf euch. Weg mit euch. So. Was gibt's denn hier noch? Wir sind auf dem Depot. Ganz viele Kisten sollen aufs Schiff gestapelt werden, oder wie sehe ich das? Ja, seht ihr, wenn hier eine Platte wäre, könnten wir den wegschieben. Aber so geht es natürlich nicht. Wir müssen von der anderen Seite kommen. Und ich denke mal, dass wir hier reingehen müssen. Oder sind wir jetzt wieder bei Autos? Nee. In der Fabrik. Fabriklevel in Ape Escape darf natürlich nicht failen. Ja, ist klar. So, hier sind natürlich auch die Raketenwerfer-Typis. Schwierigkeitsgrad steigt, aber kein Problem. Ach, schade, es wäre so skillig gewesen. Null Leben zu verlieren bei denen. Ah! Ach, komm doch. Du Assi, du. Willst du, dass ich mich verwandle? Willst du, dass ich mich verwandle? Okay, willst du nicht. Random. Nicht random. Random. Der ist auch weg. Klitschko, Robo Klitschko 2 ist auch weg. Vitali und Vladimir, ist klar. Oh, jetzt wird's richtig stylisch. Aber bevor wir das machen, möchte ich mich hier erstmal. Ja. Auskundschaften, würde ich sagen. Brauchen wir nicht. Ja, jetzt wird's richtig creepy hier. Jetzt müssen wir so richtig gangstermäßig darüber sprechen. Ja, ich sage in diesem Part extra auf Gangster, ihr merkt ja schon. Das ist ja die Gangsterwelt. Ne?
dürfen uns nicht sehen. Ich weiß gar nicht mehr, was passiert. Wollen wir mal ausprobieren, was passiert, wenn... Ne, ist nicht die Gangsterart. Oh, okay. Es ist die Gangsterart. LOL. LOL. Brip, brip. Chill doch. Okay, jetzt machen wir es mal richtig. Es war natürlich nur Show. Ich wollte es euch zeigen, was passiert. So. Rüber. Jetzt machen wir es mal so richtig gangstermäßig. So. Mit Anschleichen sogar. Oh, ganz tolle Stachelkugel. Dafür mit werde ich die Welt beherrschen. Dingste! Hixen. Krieg lieber einen Hick, einen Schluck auf. So. Stachelkugeln. Vergessen wir mal ganz schnell. Boah, so viel Geld in eins. Und jetzt können wir da erst lang. Die Platte senkt sich. Okay. Was ist hier los? Da können wir nicht rein, gell? Ja, theoretisch sollte Satoria durchpassen können, aber er schafft's nicht. Weil er unfähig ist, weil er nichts kann. Mann. Ist mir scheißegal. Das Wachpersonal ist eh schon tot. Ja, drauf da. Oh, das war aber sehr knapp. Alter. Oh, 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 oh. Kommen wir da überhaupt drauf? Nee, wir müssen von da. Schnell. Ah, oh Gott, ist das, mach ich sehr spannend. Okay, Bombenwerfer. Alter, eine Bombe bei dir, Anton. Ja, ich bin der Anton aus Tirol. Ja. Ich bin der Affe aus Tirol. Ja. So ist es, ne? Der gute DJ Ötzi. Ein Affe, der deinen Namen trägt. So, und rüber da. Schaffen wir es noch mit dem Propeller? Yes. Natürlich. Hier auch noch rüber. Schwuppdiwupp geht das ganz locker flockig. Genau wie dich zu besiegen. Kein Problem hier. Oh, Klitschko. Sitzt du, Mann? Tschüss. Bis denn. Oh, oh shit, ist das fies. Mit den Flammen und so muss man ganz gut abtimen. Jetzt bitte schnell daran, wenn es oben ist. Ja, ist klar eigentlich, ne? So. Oh, hier können wir wieder filmen. Und Action! Ich lass mich doch nicht vor ein neues Modell schlagen. Willst du nur das Geld, was der Affe wert ist, du Gangster? Da steht Danga. Was heißt der Danga? Vielleicht könnte es für Gefahr stehen, aber ich weiß es nicht. Können wir hier durchschießen? Ich frage mich echt, wie man da hinkommt zu den Zweien. LOL. Versuchen wir es mal. Mit der Zwille. Oh yeah, und es klappt. Und ich krieg den Goldenen nicht. Doch, Goldfinger. Ja, James Bond. Der Goldfinger, der erste James Bond. Oh, leck mich doch, du Assi, du böser, krimineller Gangster, du. Oh, ey. Boah, der hat's in sich. Nur zu. Oh, nur ein Affe. Es ging ja doch ganz schnell hier. Dafür, dass ich die Welt überhaupt nicht mehr kenne. Oh, das ist mies mit der Lava und so. Ja, gut, wird schon passen. Oh, 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 oh. Propeller sollten wir vorsichtshalber noch reinnehmen. Ja, doch, das passt. Oh, ja, mit Mario könnten wir jetzt so einen Wandsprung machen und oben einfach ganz gechillt rauf lang gehen. Aber, na, Satoru ist dazu nicht in der Lage. Müssen wir halt ohne leben, ne, Guys? So, ins Abflussrohr. Jetzt kommen wir auch ins Schiff rein. Und endlich diesen Klotz rausschieben. Yay! Jetzt wissen wir, wo das hinführt. Und ab ins Schiff. Hier war auch dieser Typ, der Gumbo vermisst. Oh, shit. Du schmeißt mich hier aus der Welt raus. Wie machen wir das? Wir müssen... Ja, mit Wild West geht ganz klar. Sorry, dass ich jetzt zur Verwandlung greife, aber das ist mir jetzt zu knapp. Der letzte Affe, der uns einfängt, da habe ich so keinen Bock drauf. Der hat alles wieder von vorne. Nee, danke. Du Assi, du. Dance mal eine Runde ab hier. Ich fass es nicht, wie das geht. Boah, das geht nicht. Das kann's ja wohl nicht sein hier, Mann. Okay,
Ich schaff's nicht. Der Wunder-Ninja vielleicht. Komm schon, der Wunder-Ninja packt das. Wo ist er? Ah, Dame. Nein, das gibt's doch nicht. Mensch. Ey, du. Tschüss. Wie er sich dich fangen lässt. Tschüss. So, yes, Affi. Adrenalin. Na gut, kein Problem. Geschafft. Nee, der letzte Affe war doch ein Problem, aber der Rest nicht. Nur das Autofahren natürlich. Ja. Tolle Leistung. Ja, wirklich. Dafür ist es fast blind gemacht. Gangster mit A. Musst du nochmal sein. So. Oh, okay. Du hast wohl irgendwo da draußen dein Gotcha-Gerät verloren. Keine Bange. Wenn du dich zurückversetzt, gilt das auch für deine Gotcha-Geräte. Das geschieht dank einer speziellen Aufspürausrüstung in deinen Gotcha-Geräten. Ist das nicht beeindruckend? LOL! Ich habe das Spiel schon so oft durchgespielt. Das ist mir echt noch nie passiert, ich habe es noch nie gehört. Weil das, der Affe hat ja noch unser Netz gehabt und da wurden wir rausgeschmissen aus der Welt. LOL! LOL! Aber jetzt kenne ich das auch. Cool. Ist das cool, echt? Wir verschwenden noch unser Geld, weil Baum. Genau darum. Nee, mal im Ernst. Wir haben so viel. Und ich finde, das ging doch ganz schön schnell. Besiegen den roten Affen haben wir natürlich schon. Egal, wir wollen trotzdem das Buch haben. Effekt. Neues Können des roten Affen. Kennst du meine neueste Technik? Das ist der explosive Gasantrieb. Genau, meine Pups lassen mich fliegen. Nach einer Geheimtechnik aus der Schule der Blähung. Und weißt du was? Es stinkt dreimal so viel. Oh, dann wissen wir, was Satoru mitmachen musste bei dem Bosskampf. LOLZ! Fernsehprogramm Kanal 18, Affen am Wasser. Ein fauler Deal soll Luis Crab und Klopster Pierre 56 abgeschlossen werden. Außer die Tata Twins können es dem Dekan schmackhaft machen. Und die ganze verkrustete Operation knacken. 10 Buch. Fernsehquan, Kanal 19, Zukunftsmetropole Tomuki. Dr. Tomuki, der Gründer des IQ 1300 Clubs, labert dauernd von den Vorzügen seines futuristischen Betondschungels. Kids, vergesst nicht den Geheimcode Strahlo Magnifico. Oh Gott! Oh Gott! Nur Fachbegriffe, schwer zu lesen. Oh, neue Karosserie, echt jetzt? N1, Pudding-Chassis, lol. Den nehmen wir rein. Ja. Muss ich mir gleich nochmal dran denken. Sayaka 6. In ihrem Kung-Fu-Outfit halt. Satoru 6 kennen wir. Kung-Fu-Meister. Lass mich helfen. Wobei auch immer. Ja, Clownborg Akazang, hey. So, noch ein Foto. Für die Quote, Cheerleader Sayaka. A go for it. Letztes, Mitternacht. Jo, fliegende Autos, GTA 4 Sheet. Gibt's ja wirklich, fliegende Autos. Das gibt's, glaube ich, in jedem GTA, gell? Denke ich schon. Noch ein Geistertanzstil, den gönnen wir uns. So, alle. Hoffentlich ist nicht Justin Bieber. Dazu möchte ich echt nicht tanzen. Ich glaube, wir gönnen uns noch eine Jacke, obwohl die sind so teuer, gell? Hm. Wer weiß, was du bekommst. Mal wieder ein Bingo los. Oh. Lame. Ach komm, nee, das lassen wir, oder? Einmal noch, alle guten Dinge sind drei. Yay, Jackpot. Musik-CD, erstarrter Spaß. Nochmal. Aber echt... Musik-CD kostet 300, 300. So ist es natürlich dann viel chilliger. So machen wir es jetzt. Jackpot! Musik-CD, Wild West Dorf 2! Jackpot! Musik-CD, Versteckspielwald. Du gewinnst! Jackpot! Musik-CD, Ritterburg 2. Oh, da fehlen uns aber noch viele. Du gewinnst, du verlierst. Große Energie. Ja. Die brauche ich auch gerade, oder was? Ist doch Crap! Hat doch keine Energie! Jackpot! Wild West Kids! Musik!
Kann ich drauf verzichten. Aufregendes Fernsehstudio. Oh, das ist geil. Das ist echt ein guter Soundtrack. Sicht-CD, furchterregende Flotte. Was war denn das? Ja, ich hab's ja alle in Original. Damn. Jacke! Das war für mich ein Hauptgewinn. Richtig geil. Jetzt haben wir wieder kein Geld mehr. Och, holen wir uns noch ein Fernlenkgeschoss. 2 für die Quote, so. Jo, dann kann es im nächsten Part auch weitergehen. Wir sollten uns echt mehr Lotterielose kaufen. Spart mir einiges an Geld, wenn man sich das hier mal anschaut, ne? Ich mach sowieso hier 100%. Werd alles kaufen. Ganz klar. Ich weiß nur noch nicht, wo ich das Geld farmen werde, aber wir haben ja auch noch Zeit. Ach so, wir wollten das Fairlink-Auto ausrüsten und den Geistertanz-Stil uns anschauen. Bevor ich die Part beende. Das ist der erste. Kennen wir. Das ist der neue. Lol. Einfach so ein ganz gechillte Dance. Für tollpatschige Tänzer, die nichts können beim Tanzen. Den kann jeder. Der ist immer noch der Beste. Darum behalten wir auch den. Und wir schauen uns jetzt noch das Fairlink-Auto an, was ich auf jeden Fall reinnehmen werde, weil es episch ist. Was ist denn da für ein Pudding? Der hat ja wohl nichts zu sagen, oder? Oh, ist nur unser neues Fairlink-Auto. Es ist so episch. Ein wackeles Chassis. Voll Dynamit-Überraschung. Ja, und das kann auch explodieren. Das ist das Geile daran. Deswegen nehmen wir das, weil es auch Style hat und das Geld und solche Geschichten. Gebt Daumen hoch, wenn euch dieser Gangster mit A-Part gefallen hat. Und ansonsten sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Bis dann und ciao. Da geht's in Tomukis Basis und da geht wirklich der Punk ab. Auf jeden Fall nicht verpasse. Boah, das wird episch. Wir kriegen neue Verwandlungen und die dürft ihr euch auf keinen Fall entgehen lassen.